Beim Stoppschild ist die Regel, du musst einmal komplett anhalten. Die Ampeln sind echt. Die sind echt, ja. Nein, ich muss mich immer so vorbewegen. Jetzt hatte ich kurz Angst. Ist die 30? Nein. Nee, hier ist wieder 50. Die 30er-Zone war auch drin. Bevor du die alle einstellst, mach erstmal die Tür zu. Jetzt kommt die ganze Kälte hier rein. Und zwar, womit würdest du denn anfangen? Was wäre das Wichtigste, was du dir so am Anfang einstellst, bevor es losgeht? Genau, als erstes immer einen Sitz. Linke Bein machst du sehr gut. Das stellst du da einfach links ab, das brauchst du gar nicht, ist ja eine Automatik. Du machst alles nur mit dem rechten Bein. Linksbremse, rechts Gas, genau, das bleibt gleich wie im Schalter, nur ohne Kupplung. Wenn du den Sitz noch ein bisschen bewegen möchtest, du hast hier vorne rechts hast du so einen Hebel. Ich glaube, das ist nicht. Genau, dann kannst du noch so ein bisschen vor und zurück gehen. Aber machst du so, dass du wirklich einfach nur so die Fußspitze wechseln kannst. Einfach immer nur so hin und her. Schau mal, du hast hier so einen länglichen Hebel. Den drückst du hier mal runter. Runde. Genau. Dann musst du mal gucken, ich hoffe, das hält mit der Kamera. Ja, der braucht ein bisschen Kraft. Echt? Ja, ja. Sicher? Ja, ja. Genau. Gut, passt. Genau. Und jetzt ist das Lenkrad frei. Du kannst es reindrücken noch ein bisschen. Du kannst es rausziehen, du kannst es aber auch hoch und runter machen. Ja. Genau, dann kannst du dir das so einstellen, dass du gut hier durchgucken kannst. Ah. Kann ich zu mir ziehen? Nee. Geht auch noch ein bisschen. Echt? Ja. Genau. Cool. Ja, so ist gut. Perfekt. Also. Genau. Und wenn du das dann hast, dann machst du es einfach wieder fest. Müssen wir mal gucken wegen dem Kabel. Genau. So ist das perfekt. Ach ja, das ist gut. Nagel schon abgebrochen. Ja. Echt jetzt? Ja. Gerade eben, oder? Ja, ich habe ein Ding runtergebracht. Oh, die waren eh schon ultra kaputt, aber es ist nicht so schlimm. Hast du dir wehgetan? Nee, das tut wirklich nicht weh. Das ist einfach nur. Okay. Ist einfach. Und ich habe Verbandskasten innen drin. Oh, danke. Gut. Ja, wenn der Sitz soweit passt, dann brauchst du immer noch gute Sicht über die Spiegel. Haben wir drei Stück. Fängst mal mit dem Innenspiegel hier am besten an. Nee, sehe ich nicht. Den drehst du, den kannst du einfach bewegen mit der Hand. Und zwar so, dass du das gesamte Fenster hinten drin siehst. Also wirklich einmal von rechts nach links. Und oben so ganz leicht steht da so ein bisschen die Fischer-Academy.de in Spiegelschrift. Ja. Nee, ich sitze ja genau. So. Genau, mach das am besten so, dass du dann nur so mit den Augen reingucken musst. Also, dass du sich so reinsetzt, wie du dann normal sitzt. Und dass du das dann einfach nur so mit den Augen leicht hoch. Ja, perfekt. Gut, dann machst du mal einen Motor an. Dafür musst du jetzt Bremse treten. Achso, ja, anschneiden noch. Das wäre auch ganz gut. Good point. Genau, dafür trittst du die Bremse so ein bisschen rein. Drehst mal den Zündschlüssel rum. Nach rechts gehen, ja. Genau, also wieder von dir weg. Genau. Jetzt kannst du von der Bremse runtergehen, weil das Auto ist gesichert, wir haben keinen Gang drin und die Handbremse wieder ist angezogen. Mhm. Das leuchtet hier und das heißt Handbremse. Damit kann das Auto jetzt nicht weg. Ich will dir nämlich noch ein, zwei Sachen zeigen und zwar zu diesen beiden Hebeln hier. Mhm. Weißt du, wofür der hier da ist? Also das ist für Scheibenwischer? Genau. So. Wirst ja, die haben es vorhin, also die haben das in der Theorie gemacht. Ah, hat Marco schon erklärt. Ja. Genau. Wenn du die benutzt, die Hebel, einfach die Hände so dran lassen und so einfach mit dem Finger leicht runterdrücken. Genau, einmal wischt er so. Jetzt sieht es sehr regnerisch aus. Genau, das ist für hinten. Hinten macht er noch nicht automatisch. Wenn du die mal leicht nach oben drückst, ganz leicht, so macht er automatisch. Das heißt, du kannst sie jetzt auch so lassen. Also wenn es jetzt anfangen würde zu regnen, es sieht dann ein bisschen regnerisch aus. So macht er es automatisch. Genau, der fängt dann an. Der macht es doch gar nicht. Ja, es regnet ja auch nicht. Cool, dann können wir mal los. Dann legst du mal D ein. Löst mal die Handbremse, indem du die leicht reindrückst. Genau, jetzt hat die gelöst. Bevor wir jetzt losfahren, ganz kurz umgucken. Und wenn du jetzt von der Bremse gehst, rollt er einfach los. Ja, gibt es keinen Schleifpunkt oder so. Jetzt kannst du sogar gleich ein bisschen Gas dazu geben. Genau, kannst du schon mal ein bisschen mehr. Und wenn du jetzt mal das Gas wegnimmst, einfach nur wegnehmen, merkst du diese Motorbremse. Ja. Allein durch das Gas wegnehmen bremst sich das Auto so ein bisschen ein und dann kannst du mal anhalten hier an der Kreuzung. So ganz gefühlvoll. Genau, Bremse ist sehr direkt. Ultra. Genau. Viel Steck. Aber trotzdem sehr gefühlvoll. Genau. Wenn du dann anhalten möchtest, musst du auf der Bremse stehen bleiben. Ja. Und wenn du losfährst, dann einfach wieder den Fuß wegnehmen. Genau. Und dann kannst du auch gleich wieder Gas dazu geben. Also, das kannst du viel nutzen, diese Motorbremse. Wenn du jetzt eine Engstelle hast oder so, nimmst du vorsorglich erstmal das Gas weg, schon wirst du langsamer und dann kannst du immer gleich ein bisschen mitbremsen. Ja, das ist wie so, dann geht man runter. Genau. Versuch mal ganz weit rechts zu bleiben, weil hier kann noch was entgegenkommen. Wir fahren jetzt eine große Linkskurve rum. Jetzt blinkst du mal links, schaust in diesen Innenspiegel, in den linken und jetzt kurz vorm Einlenken machst du einen kleinen Schulterblick und dann geht's rum. Genau. Oh nee, wie war das noch?
Doch, so darf ich dann gehen. Richtig, genau. Wenn du jetzt dann hier links einbiegen möchtest, musst du ihn erst noch vorlassen. Bin weil links? Als Linksabbieger. Nee, aber wir wollen auch da links rein. Achso, okay. Aber als Linksabbieger musst du immer den Gegenverkehr durchlassen. Ja, das ist genau gepinkt. Deswegen durfte der jetzt als erstes fahren. Und dann fahren wir hier links wieder rein. Na dann machen wir uns mal auf die Straße, würde ich sagen. Da können wir mal Gera unsicher machen. Jetzt schaust du dir gleich die Ampel wieder an. Die hat ja jetzt keinen Pfeil. Ja. Wenn du da jetzt links abbiegen möchtest, wen musst du denn da beachten? Die Fußgänger? Genau, die kriegen dann auch grün. Die Frau da und der Mann. Und der Gegenverkehr. Die kriegen auch grün. Ich fahre da rein. Genau, wir fahren dort, da wo der Rangstock gerade fährt, in der LKW. Wenn die fahren, dann die dürfen durchfahren. Genau, ich muss warten. Richtig. Muss ich hier warten oder? Du kannst bis in die Mitte dann vorfahren. Okay, gut, weil das ist auch so eine Sache. Genau. Also, wenn es so eine Situation ist, muss ich immer Gegenverkehr beachten. Ja, ja, aber muss und ich immer in die genau, bis in die Kreuzungsmitte reinfahren. Dann die, ja, okay. Genau, die lassen wir dann alle durch. Beziehungsweise, wenn die alle links abbiegen, dann können wir auch gleichzeitig, weil dann kreuzen wir uns ja nicht. Jetzt schaust du nur auf deine Ampel. Die wird jetzt grün. Jetzt gehst du bis in die Kreuzungsmitte vor. Der biegt vor uns ab. Dann lass mal die dahinter wo noch durch. Warten? Hier, einfach hier warten. Genau, hier kannst du warten. Okay. Jetzt guck mal, die biegen alle ab sogar. Okay. Jetzt kannst du auch rum. Schaust du nochmal nach hinten, dass kein Fußgänger kommt und kommst dann gleich mal in der rechten Spur raus. Also kannst du gleich in die rechte rein. Und jetzt gleich wieder Gas dazu ein bisschen, dann machen wir die Kreuzung gleich frei. Wieder einen weiten Blick nach vorne. Das hat immer was mit dem vorausschauenden Fahren zu tun, dass du dich schon früh auf Situationen einstellen kannst, wie zum Beispiel hier die rote Ampel. Kannst dich eigentlich ab hier schon rollen lassen. Lass mal uns so ausrollen, vielleicht wird ja in der Zeit sogar grün, müssen wir gar nicht anhalten. Immer geradeaus. Du erkennst es, also es geht hier leicht um die Kurve. Siehst du diese dicke Leitlinie dort? Diese gestrichelte? Diese gestrichelte hier rechts. Ja. Wenn du mit der mitfährst, bleibst du immer auf der Hauptfahrbahn. Okay. Fährst du einfach mit der mit. Dann freu dich mal über rote Ampeln. Die Ampeln sind echt. Die sind echt, ja. Nein, ich muss hier mal so vorbeigehen. Guck mal, du kannst auch auf die gucken. Ach so. Es gibt immer mehr, gibt rechts und links welche. Ja, manchmal sind die ja nicht gleich oder sind die immer gleich? Dann haben die Pfeile. Wenn die keine Pfeile haben, dann sind die immer gleich. Dann sind die immer gleich. Genau, dann gelten die für alle Spuren. Rot, links. Alles gut, Lenkradheizung, mach ich die wieder aus. Genau, Corona da, kannst du wieder drauf drücken. So, letzter Blick zur Ampel und ein bisschen Gas dazu. Gib mir ein bisschen Gas. Wir können die Kreuzung hier dann ziemlich frei machen. Stimmt. Weiter rechts rauskommen. Sehen wir aber keine Baustelle. Also dann kannst du ganz normal weiterfahren. Wieder einen weiten Blick nach vorne. Wie schnell darfst du denn hier höchstens fahren in der Stadt? 50. Genau. Dann siehst du hier, du bist auf der Vorfahrtstraße. Okay. Und die Ampel ist schon lange grün. Fahr ganz normal weiter. Wenn grün ist, müssen wir nicht davor stehen bleiben. Okay, aber ich sollte schon voraus schon fahren. Genau, du musst immer mit dem Gedanken rechnen, dass das passiert, dass die kurzfristig gelb wird. Ja, okay, also ich werde jetzt nicht mit 100 auf eine Ampel, also darf ich eh nicht immer. Nee, ich glaube immer, wenn 50. Die sowieso grün ist, fahre ich einfach langsam. Ja, ja aber also nicht, wenn du jetzt wie mit 50, jetzt kann ich ja fahren, oder? Genau. Aber wenn du jetzt mit 50 ankommst und die Ampel ist grün, macht es keinen Sinn, davor schon das Gas wegzunehmen und langsam zu werden, weil dann wird ja vielleicht wirklich rot. Aber was du machen musst, wenn die Ampel schon lange grün ist, dir im Kopf einen Gedanken machen, wann du nicht mehr anhältst. Also die Entscheidung steht quasi schon vor der Ampel und die Entscheidung ziehst du dann noch durch. Wenn die erste Entscheidung ist, nee, ich halte lieber an, ich schaffe das noch anzuhalten, dann halt auch an. Weil der Wechsel, das ist das Gefährliche. Wenn du deine Entscheidung dreimal umänderst, dann geht's schief. Was macht denn der hier? Na, die machen irgendwas an den Bäumen. Muss ich blinken? Nee. Nee, bleib erstmal hier. Jetzt fahren wir langsam vor. Du hast hier noch Vorfahrt. Kannst wirklich bis an den Rand fahren. Jetzt blinkst du ganz kurz links an, schaust, dass da keiner neben dir ist. Wir wollen eigentlich geradeaus weiterfahren, das können wir auch machen. Jetzt machst du den Blinker wieder aus und nachdem, wenn die hier, da, das Auto da fertig ist, jetzt gehst du einfach so wieder ganz leicht in die linke Spur rein, guckst du mal kurz im Spiegel, genau, und jetzt kannst du einfach drüber. Dann wollen wir mal die nächste Straße nach rechts abbiegen. Das siehst du da wieder, wo das Vorfahrtstraßenschild ist, dass die Straße dort kommt. Wieder so circa auf 20. Und dann jetzt schon mal gucken wir in diesen Abweg, dass da kein Radfahrer von hinten kommt. Und wenn das eine enge Straße ist, du kannst dann hier immer ein bisschen langsamer reinfahren. Jetzt wird es ja hier auch ein bisschen enger mit dem Auto. Genau. Also je langsamer du machst, umso besser kannst du diese Seitenabstände einschätzen. Ja, und genau, perfekt. Dann tastest du dich einfach so langsam durch. Und hier machst du dich sogar so ein bisschen breit. Also fährst du hier einfach in der Mitte immer so einen Meter Seitenabstand einhalten.
wenn jetzt einer von vorne kommen würde, genau, du kannst ihn so reinschwenkern, wenn aber keiner kommt, du kannst auch in der Mitte bleiben. Die nächste dann nach rechts, dort am Ende, hier schlenkerst du so ein bisschen zurück nach rechts, dass wir dann die Spur frei machen. Und dann kannst du einfach rum, weil es ja rechts vor links. Guckst hier an den neuen Verkehrszeichen. Die stehen gleich immer auf der Ecke vorne. Hast du gesehen? Ja. Was hier stand? Was hat man denn? Sackgasse. Richtig, genau. Das heißt, wir können hier mal diese zweite Grundaufgabe machen, und zwar das Umkehren. Weil ist ja eine Sackgasse. Und da musst du kreativ sein. Also wir wollen jetzt wirklich umkehren. Du suchst dir dafür mal eine Möglichkeit, dass wir das Auto hier zurückkriegen. Wenn du eine Möglichkeit hast, zeigst du das durch einen Blinker einfach an. Und dann machst du das einfach mal. Probierst du mal umzukehren. Sorry. Jetzt hatte ich kurz Angst. Wenn ich rückwärts muss ich blinken? Ja, in die Richtung, die du lenkst. Nach rechts? Genau. Hund, Mann, weg. Hund weg, alle weg. Ich habe vorher schon gesagt, dass Kinder kommen sollen. Komm! Und jetzt muss ich Gas geben. Ja, genau. Wenn wir dann vorne wieder sind, sind wir umgekehrt. Also man will immer wieder zu der Stelle zurück, wo das halt gesagt wurde. Du kannst auch, wenn das jetzt keine Sackgasse gewesen wäre, kannst du auch abbiegen. Du kannst in eine neue Straße reinfahren, wieder zurück. Und einfach so ein bisschen kreativ sein. Das ist schon wichtig, oder? Das geht so, ja. Dann die nächste Mal nach links, bitte. Jetzt musst du so einen Schlenker nach rechts wieder rüber machen. Und wen musst du jetzt beachten? Rechts. Rechts und von vorne, ja. Weil wir wieder links abbiegen lassen. Genau. Also wieder nur nach rechts gucken. Man kann wirklich schon darauf vertrauen, dass die von links einen sehen. Wir sind ja auch ein großes rotes Auto. Ein kleiner Kontrollblick geht ja nach links und dann machst du hier einfach zack wieder Kreuz und frei. Wieder weiter Blick nach vorne. Stoppschild. Genau. Wir wollen nach rechts abbiegen. Beim Stoppschild musst du anhalten. Und zwar an der Halte- oder an der Sichtlinie. Also kannst schon mal blinken, wir wollen dann nach rechts. Hier hast du so eine Haltlinie, das heißt, du hältst dort mal an, wenn du dort vorne bist. Jetzt ziehst du mal kurz deine Handbremse. Jetzt kannst du die sofort wieder lösen. Kannst du eigentlich gleich wieder rausmachen. Und jetzt kannst du vorfahren zu deiner Sichtlinie. Hä? Ich weiß, das check ich ja gar nicht gerade. Das ist dein Alibi für deine Prüfung. Oder so allgemein. Beim Stoppschild ist die Regel, du musst einmal komplett anhalten. Und wenn du nur so einen Millimeter rollst und da reicht ganz wenig, dann hast du offiziell nicht angehalten. Und damit kannst du garantieren, dass du angehalten hast. Na, wenn du das kurz machst, jetzt haben die Räder blockiert und jetzt kannst du weiter. Und dann taste dich ruhig noch ein bisschen vor, weil jetzt musst du ja die von links beachten. Aber wenn der Prüfer jetzt gesagt hätte, du wärst durchgefallen, weil du nicht angehalten hast, kannst du sagen, nee, bin ich nicht, weil ich habe ja die Handbremse gezogen. Komm, fahr, jalla. Genau, kurz den Schulterblick nochmal. Also es ist eigentlich nur wirklich dein Alibi. Es ist einfach dein Anwalt für die Prüfung, dass du bestätigen kannst, ich habe wirklich gestoppt. Ja, weil sonst also könnte... finde ich ja schon, ist es nicht frech, oder, wenn die das sagen? Nicht, oder ist es gerechtfertigt? Naja, es... Wenn du... Wir fahren nach links weiter. Ich glaube, es ist richtig in der Spur. Also, man will sich ja da nicht streiten in der Prüfung. Und es, wenn du wirklich... Du fährst und hältst für so eine Millisekunde an und fährst sofort weiter. Dann könnte man das auch so interpretieren, dass du vielleicht gar nicht gehalten hast, sondern wirklich ganz leicht gerollt bist. Man will aber zu 100% einmal ganz kurz gestoppt haben. Und das garantierst du einfach mit der Handbremse. Also, du musst das nicht machen, das ist keine Regel. Ja, es steht nirgendwo, dass man die Handbremse ziehen muss. Aber es ist einfach die absolut 100%ige Sicherheit. Kein Mensch könnte jetzt sagen, wir hätten dort nicht angehalten. Weil wir können garantieren, doch, wir haben angehalten zu 100%. Hier wieder auf die Markierung gucken, wir wollen geradeaus weiter. Jetzt musst du hier lange auf den Gegenverkehr drauf zuziehen. Also fährst du mit dieser Linie mit, also wirklich nah an die Linie ran. Und dann lenkst du mit. Perfekt, genau. Und dann mal wieder der Vorfahrtsstraße folgen.
dann fahren wir jetzt immer geradeaus weiter. Wenn du auch hier jetzt durch die Kurve nicht genau siehst, was kommt, einfach leicht Gas wegnehmen, kurz bremsbereit sein. Wenn du dann siehst, ja, passt, jetzt weiß ich, wo ich schlagen muss, dann kannst du auch wieder mehr Gas dazugeben oder die Bremse lockern. Den Blechfall meintest du, ne? Ja. Genau, da musst du einmal anhalten, komplett. Das ist quasi auch dann wie beim Stoppschild. Okay. Dass du dann einmal ganz kurz richtig stehen musst. Aber den fahren wir noch die nächsten Tage. So, dann folgen wir wieder der Vorfahrtsstraße. Also überwinden. Das hier zählt auch als Abbiegen. Also solche Fußgänger müsstest du dann theoretisch auch drüber lassen. Ja. Der jetzt ja nicht, der ist ja schon weg. Genau, schön geguckt. Jetzt kommt aber der Punkt, das wissen viele Fußgänger nicht. Vor allem bei dieser großen Kreuzung hier, die checken das einfach nicht oder haben Angst, weil hier auch viele Autofahrer das nicht checken und einfach durchfahren. Wenn sie dich angucken, kannst du langsamer machen und die durchwinken. Ne, dann gibst du einfach so ein Winkzeichen, dann laufen die. Wenn sie dich partout nicht angucken oder einfach nicht laufen wollen, dann macht es auch keinen Sinn anzuhalten. Und dann fährst du langsam weiter. Du willst nur keine Gefahr für die Fußgänger sein. Aber prinzipiell bei jedem Abbiegen musst du die Fußgänger drüber lassen. Nur ich sage mal, wer nicht will, der hat schon. Ne? Ja. Wenn sie da wirklich stehen und nicht gehen, dann einfach langsam weiter. Dann müssen wir es ja auch nicht provozieren da. Weil dann staut sich hinter einem und das macht dann auch keinen Sinn. Und wenn nichts gesagt wird, hier bei uns in der Fahrstunde oder in der Prüfung, dann geht es immer geradeaus weiter. Ja. Das heißt, wenn du jetzt mal weit nach vorne schaust, siehst du ja diese abbiegende Vorfahrtsstraße. Ja. Aber wir wollen wirklich geradeaus weiterfahren. Ja. Wen musst du denn da jetzt beachten? Den Verkehr von links. Nee, weil die sind ja untergeordnet. Guck mal, die sind drüber Strich. Die von rechts, genau. Ja, okay. Weil wir sind ja, beide gleich und dann ist quasi rechts von links. Süßes frei, dann kannst du auch weiter durch. Die haben doch ein Vorfahrtgewehr. Ne? Die sind ja so ein dünner Strich und die dünnen Striche haben dann immer Vorfahrtgewehr und dann kannst du einfach durchwenden von rechts frei. Besten ist eigentlich, wenn immer überall Autos kommen, weil dann beachtest du die sowieso. Ja. Weil wenn du in der Kreuzung stehst und alles ist leer, dann ist es manchmal und du bist eh aufgeregt in der Prüfung, dann bist du dann, weißt du manchmal, was du machst. Eigentlich ist es ja besser, wenn keiner kommt, weil dann kannst du ja eigentlich immer fahren. Ja, dabei, ja, okay, ja, stimmt. Und jetzt folgen wir der Vorfahrtstraße. Hm, vielleicht brennt es irgendwo. Ich riech's auch. Ist hier 30? Nein. Nee, hier ist wieder 50. Die 30er Zone war auch drin. Hier ist es ein bisschen enger. Wenn das dir hier zu eng wird, wenn du das Gefühl hast, es ist hier irgendwie schwer einschätzbar, du kannst es immer langsamer machen. Also du kannst auch hier zum Beispiel mit dem LKW vorne, wenn es dort eng wird, 30 fahren. Genau, schaust du mal rechts in den Spiegel, kannst den Abstand gut einschätzen. Oder wir suchen uns dann irgendwo Lücken, wo wir mal leicht reinfahren können. Aber das wird jetzt schon wirklich eng mit dem LKW, machst du einfach langsamer. Ja, dann kannst du wirklich ganz ruhig und langsam machen. Ah, guck mal, jetzt hat er sogar angehalten, perfekt. Danke. Ich schätze mal, du passt da vorsichtig vorbei. Ja, da passt mal durch. Aber ganz langsam. Genau. Schön tasten. Wunderbar. Passt perfekt. Jetzt dann wieder so ein bisschen rechts rüber. Raus hier. Okay. Was ist mit dem? Na, der parkt hier. Der hat Warnblinker an. Da war eigentlich nicht, aber okay. Nehmen manche so zu parken, wenn sie in der zweiten Reihe oder so wie hier einfach stehen. Genau, dann geht es auch so dran vorbei. So, hier vorne wird es jetzt ein bisschen enger, weil jetzt auch Linksautos stehen. Da passt man manchmal nicht zu zweit durch. Mach dich erstmal breit. Nur wenn der jetzt auch hier ist, wo konntest du gut warten? Hier, genau. Ne, das ist guter Platz, weil davon war man nicht gegen den Bordstein fahren. Es reicht, wenn du so wartest. Guck mal, so kommt der auch an dir vorbei. Okay. Jetzt blinkst du wieder ganz leicht an, guckst nochmal, dass der Weiß auch hinter dir bleibt, bleibt da und dann kannst du schön mitnehmen. Also du musst nicht voll an den Bordstein rüberfahren. Wir wollen ja nur aneinander vorbeipassen. Wäre ich jetzt drauf gefahren? Dem hier? Nee, wäre ich jetzt an den Bordstein gefahren? Ah, ja, ja, war schon sehr eng. Ja. Und dann nach rechts weiter. Also du hast dann irgendwann nicht wieder zurückgelenkt und dadurch waren wir dann immer näher an den Bordstein gekommen. Nach links hättest du jetzt gerade gar nicht schauen müssen, weil du warst ja auf der Vorfahrtstraße. Aber kann ich schauen? Ein kleiner Kontrollweg ist okay, aber der darf nicht zu doll werden. Weil sonst bist du ja wieder ein Hindernis für alle anderen, weil du dann nur zu sehr lang bist. Nee, es passt schon. Aber mach's nicht zu lang. Ne? Auch wie hier, ist ja wieder rechts vor links. Hauptaugenmerk muss auf rechts liegen. Und wenn du siehst, rechts ist frei, ein ganz kurzer Kontrollblick nach links. Soll jetzt ganz kurz gehen. Aber es darf halt nicht der erste Blick und er darf nicht zu lange sein. Weil dann, wenn dann doch was kommt, man ist irgendwie erschrocken, man hält an, obwohl der andere auch anhält und dann
steht der ganze Verkehr auf der Kreuzung. Das ist dann nicht gut.